Metal-Leute, Servus und willkommen beim Drachen. Dragon Monday. Fangen wir mal an mit 2017. Ein paar Sachen, die ich 2017 gerne machen würde. Ich würde gerne die Fenster in meinem Haus ersetzen und ich würde gerne die Haustür ersetzen. Das sind so die ersten Hauptpunkte. Eine Sache, die ich vermutlich nicht dieses Jahr hinbekomme. Eigentlich möchte ich mir dieses Jahr eine Heizung zulegen, weil ich einfach die letzten Jahre oder die Jahre vorher keine Heizung hatte. Und dann wären wir beim Punkt 2, Time of Metal oder der Dragon Monday. Der Dragon Monday, da geht es eigentlich um diese Folge hier. Die soll am Montag kommen. Der Time of Metal sollte um 13 Uhr kommen. Dann kommen wir zu der Warnung an Marius Labus, den Manager von 3D Sabli und von Lachschund. Als ich mit ihm geschrieben habe, hat sich halt herausgestellt, dass er auf seiner Seite Lachschund es absichtlich so macht. Für jeden, der bei 3D Sabli seine Shirts und so weiter vertreibt, der sollte sich vielleicht Gedanken machen, ob der einen nicht bescheißt. Dann die letzten zwei Punkte. Neue GEMA-Rechte auf YouTube. Was sie jetzt geschafft haben, ist, dass die GEMA und die YouTube sich so weit geeinigt haben, dass die Videos in Deutschland nicht mehr gesperrt werden. Im letzten Punkt, Punkt Nummer 5, geht es um ein Musikvideo. Und zwar habe ich mir gedacht, ich könnte doch eigentlich auch ein Video zu Disturbed machen. Hinstellen und Headbangen ist da meiner Meinung nach echt nicht geeignet für. Deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe ein kleines Musikvideo. Kommen wird es vermutlich auf jeden Fall. So, der Test bezieht sich auf die Sache mit der GEMA. Ich hoffe, dass, wie gesagt, das Video nicht gesperrt wird. Gut, das wäre es eigentlich soweit jetzt von mir. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Gut, dann haut rein, euer Drache. Bis dahin. Tschö, tschö. Und ich möchte nicht immer irgendeinen Stress mit irgendjemandem anfangen. Und nicht vergessen, der Metal soll uns einen, nicht spalten.